Gelingendes Altern, das ist das Ziel der Freiburger Senioren im Projekt Netzwerk Sport. Die Initiatoren organisieren kostenlose Schnupperangebote für einsame ältere Menschen und Menschen mit Behinderung. Durch die geringen Hürden und verstärkte Werbung sollen sie leichter Sportangebote finden. Ein Träger des Projekts ist das Begegnungszentrum Laubenhof. Dort hält sich eine Gruppe des Projekts fit. Es gibt im Freiburger Osten ein Gremium, das heißt Netzwerkrat. Da sitzen Vertreter verschiedener Institutionen, Kirchen, Initiativen beisammen. Und aus diesem Gremium heraus hat sich das Netzwerk Sport gegründet. Die Initiative von Vereinen, Verbänden und Einrichtungen aus Freiburg versucht durch gemeinsame Broschüren und Pressearbeit über die Angebote zu informieren. Mit dabei sind unter anderem der Caritasverband Freiburg, der PTSV Jahn und die Tanzschule Gutmann. Circa 12 Träger, die Sportangebote im weitesten Sinne anbieten, haben sich zusammengeschlossen zum Netzwerk Sport, um mehr Öffentlichkeitsarbeit anbieten zu können und dadurch mehr ältere und behinderte Menschen zu erreichen mit ihren Angeboten. Das Netzwerk will unter anderem Vorurteile und Diskriminierung gegenüber Senioren und Menschen mit Behinderung abbauen und zwischen den Generationen Kontakte knüpfen. Das Ziel unseres Projektes ist, älteren Menschen, Senioren durch Sport und Bewegung zum einen soziale Kontakte herzustellen oder zu erhalten und natürlich auch durch Sport und Bewegung das gelingende Altern zu festigen. Im kommenden Jahr will sich das Netzwerk vergrößern. Das kostenlose Schnuppern soll dann in ganz Freiburg bei noch mehr Projekten möglich sein. Wenn wir das Preisgeld gewinnen, dann wollen wir auf jeden Fall dafür sorgen, zunächst, dass wir die Kontinuität des Netzwerks sichern, das heißt, dass es nachhaltig auch bestehen bleibt. Wir wollen vor allen Dingen auch die Bewegungsangebote ausweiten, das heißt, einfach mehr Angebote schaffen, damit mehr ältere Menschen teilnehmen können. Und natürlich wollen wir auch versuchen, die Bedürfnisse der Teilnehmenden wahrzunehmen und auch darauf einzugehen. Für die Ausweitung erhofft man sich nun einen kleinen Geldsegen, damit in den kommenden Jahren noch mehr Senioren ihr Alter genießen können.